Na, bevor das Video losgeht, möchte ich euch darauf hinweisen, dass ihr in der Beschreibung einen Link findet, der zu einem Interview mit mir führt, in dem ich mich kritischen Fragen von CubeSphere stelle. Falls ihr Interesse daran habt, schaut gerne nach meinem Video mal rein. Ich bin mir sicher, jeder von euch hat schon mal von Blizzard, besser gesagt Activision Blizzard, gehört, wenn ihr nicht sogar Spieler einer oder mehrerer ihrer Games seid. Call of Duty, World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch, Diablo und so weiter. Wobei letztere Blizzard Entertainment unterstellt sind, was eigentlich nur ein Teil von dem Ganzen ist. Ich selbst war und bin noch zum Teil Fan ihrer Werke und nebenher aktiver WoW Classic Spieler, der gerne daran zurückdenkt, wie viel Spaß man zur Burning Crusade Ära hatte, obwohl man eigentlich nur ein unwissender kleiner Bengel war, der gar keine Ahnung hatte, was er da so trieb. Gerade deswegen, weil ich am eigenen Leib erfahren durfte, wie viel Herzblut sie damals noch in ihre Projekte gesteckt haben und wie katastrophal sich das gewandelt hat, mache ich dieses Video. Der schlechte, schon fast dreiste Umgang mit der eigenen Community stellt übrigens nur einen kleinen Teil dieses Videos dar. Viel Spaß! Um verstehen zu können, wie Blizzard durch die Sperrung eines Hearthstone-E-Sportlers ein gewaltiges politisches Exempel statuierte, das ich auf keiner Ebene gutheißen kann, muss ich natürlich erstmal erläutern, was überhaupt vorgefallen ist. Der Hearthstone-Spieler, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, Wei Chung, auch bekannt als Blitzchung, hatte in einem Interview nach dem Grandmaster-Turnier im Englischen übersetzt Folgendes von sich gegeben: Liberate Hong Kong, Revolution of Our Time. Unmittelbar nach der Aussage folgte eine abrupte Werbeunterbrechung und einen Tag später wurde bekannt, was für einer enormen Strafe sich der Spieler nun entgegensieht. Nicht nur wurde er für ein Jahr gesperrt, ihm wurde auch noch sein gewonnenes Preisgeld zu dem Zeitpunkt $4000 aberkannt. Worüber viele leider nicht berichtet haben, was meiner Meinung nach sogar fast noch härter ist, wurden die beiden Kommentatoren gefeuert, weil sie gewusst haben, dass er das vorhat. So viel zu dem, was vorgefallen ist. Jetzt zum Hintergrundwissen und warum das Zeichen, das Blizzard mit ihrer Handlung gesetzt hat, meiner Ansicht nach komplett verwerflich ist. Hongkong liegt zwar in China, allerdings herrscht dort ein eigenes System. Wenn man Hongkong verlässt, muss man beispielsweise an der Grenze seinen Pass vorzeigen, als würde man halt das Land verlassen. Man spricht auch von ein Land, zwei Systeme. In China herrscht ein sozialistisches System, in Hongkong ein kapitalistisches. Dieses darf weitere 50 Jahre seit dem Zeitpunkt der Rückgabe an die Volksrepublik China aufrechterhalten werden. Bedeutet für Hongkong bis 2047. Allerdings läuft dort politisch gesehen nicht alles so glatt, weswegen es seit dem Sommer 2019 zu gewaltigen Protesten kommt. Auslöser dafür war ein vorgeschlagenes Gesetz, das es ermöglicht, Häftlinge nach China auszuliefern. Wie drakonisch Strafen dort ausfallen, brauche ich euch wahrscheinlich nicht erzählen. Mache ich natürlich trotzdem. Sagen wir, hierzulande wird jemand dabei erwischt, wie er ein kleines Entgelt einsteckt, während er Gras verteilt. Die Strafen mögen eher milde ausfallen. Milde zumindest im Vergleich für das, was sich in China erwarten würde. Da kann es auch mal vorkommen, dass der böse Unhold, der sich sowas wagt, Teil eines öffentlichen Events wird. Einem Event, bei dem euch vor Zuschauern in einem Stadion die Rübe vom Schädel gepustet wird. Übrigens, es gilt auch für Ausländer. Das heißt, wenn du als Deutscher zum Beispiel da einreist und das machst, könnte dich dieselbe Strafe treffen. Wie gesagt, Hongkong und China sind zwei Systeme. Demnach haben sie auch verschiedene rechtliche Situationen. Dass du es da unbedingt nicht so gut findest, nach China ausgeliefert zu werden, verstehe ich vollkommen. Die Protestierenden befürchten, dass das liberale Rechtssystem Hongkongs von dem autoritären Chinas beeinflusst wird, wenn nicht sogar geschwächt. An diesen Demonstrationen nehmen übrigens nicht nur so ein paar Leute teil, nein, ca. 13-27% der gesamten Bevölkerung. Und das sind nur die Teilnehmer. Dahinter steht sogar wahrscheinlich der allergrößte Teil. Und das ist halt nur der Auslöser der Proteste, dahinter steckt ja noch viel mehr. Generell richten sich die Massendemonstrationen gegen die pekingnahe Chief-Exekutive, anders gesagt Regierungschefin Carrie Lam. Die Demonstranten fordern neben der Rücknahme des Auslieferungsgesetzes vor allem die freie Wahl ihres Regierungschefs. Diese werden nämlich von einem Gremium bestimmt, das überwiegend pekingnahe ist. Durch diese Gremiumszusammensetzung kann man das leider nicht demokratisch nennen. Wollen die Demonstranten ändern und zusätzlich verlangen sie auch noch die unabhängige Untersuchungskommission betreffend der Polizeigewalt und die Freilassung politischer Gefangener. Das war echt ein anstrengender Satz gerade. Vor allem durch die überlaufende Rechtssituation fürchten die Einwohner Hongkongs eine frühere Eingliederung in China noch vor dem ausgemachten Jahre 2047. Problematisch dabei ist, dass diese Demonstration am Anfang noch vollkommen friedlich ablief, bis dann irgendwann die Polizei angefangen hat, hart gegen die Demonstranten vorzugehen. Vielmehr drohte sogar die chinesische Zentralregierung mit Militärgewalt. Das müsst ihr euch mal überlegen.
So viel zum Hintergrund der Proteste. Aber wo liegt jetzt das Problem bei Blizzard? Der Spieler wurde ja aufgrund des Satzes Liberate Hong Kong Revolution of Our Time gebannt. Das hat man das erste Mal 2016 gehört, jedoch wird dieser Satz immer mehr zum Slogan der aktuellen Demonstration. Anders gesagt, der Spieler, der auch aus Hongkong kommt, sympathisiert mit den Demonstranten, Blizzard hingegen solidarisiert sich durch die absurd harte Strafanhörung und den Kommentatoren mit der Regierung Hongkongs, weitergehend mit China, und setzt ein klares Zeichen dagegen. Das ist durchaus schwierig. Dementsprechend hart ist auch der Backlash gegenüber Blizzard ausgefallen und der Hashtag Boykott Blizzard war überall zu lesen. Selbst konzerninterne beteiligten sich. Sie haben ja den Slogan, Every Voice Matters. Jede Stimme hat Bedeutung. Ist nicht ganz kongruent zu dem Zeichen, das sie dort gesetzt haben. Dieser Spruch ist auch auf dem Boden des Blizzard Campus via Steinrunen niedergeschrieben. Da einige Mitarbeiter es genauso sehen, dass dieser Spruch nicht zu dem passt, was Blizzard für Handlung vollzieht, wurde diese Rune kurzerhand überdeckt. Kann man mal machen. Zugegeben muss man sagen, dass es bekannt ist, dass Blizzard überhaupt kein Fan davon ist, dass auf ihren Veranstaltungen Politik thematisiert wird. Es herrscht immer noch Hausrecht und man kann ja eine Strafe in Betracht ziehen. Das, was sie aber gemacht haben, schlägt absolut über die Stränge. Man könnte ja jetzt spekulieren, dass Blizzard um 10-15% ihrer Einnahmen bankt, die aus der Richtung kommen. Es liegt zwar irgendwo nahe, weil man weiß, wie China mit sowas umgeht, siehe das dortige Winnie-Pooh-Verbot, aber ich habe keine Beweise und deshalb würde das Ganze hier, wie gesagt, nur auf Spekulation basieren, können wir uns also schenken. Ihr könnt euch ja euren eigenen Teil denken. Nachdem es öffentlich so viel Backlash gab, gab Blizzard ein Statement ab, entschuldigte sich und milderte die Strafe. Er ist jetzt nur noch 6 Monate gesperrt. Kommentatoren sind immer noch gefeuert. Wow. Abgestritten wurde jedoch, dass der Bann und die harte Strafe auf die Verbindung zu China zurückzuführen ist. Aha, okay. Wieso wurden dann kurz darauf Giant Dwarf, Tiemma und Excelsior, 3 weitere E-Sportler, gesperrt, die sich auch pro Hongkong geäußert haben und Blizzard für ihren Vorgang kritisierten? Vom Chef kam so viel wie, ja, sie dürfen ja ihre Meinung sagen, aber halt nicht bei uns. Ist das ekelhaft, meine Güte. Wusstet ihr, dass es möglich ist, ein Remake eines eigenen Spiels so unvergleichbar hart zu verkacken, dass man die schlechteste Metacritic-User-Bewertung aller Zeiten kassiert? Erstaunlich, aber Blizzard hat's hinbekommen. Dass diese vernichtende Kritik nicht nur darauf zurückzuführen ist, dass Warcraft 3 Reforged einfach schlecht und unfertig war, sondern auch darauf, dass Blizzard gelogen hat, dass sich die Balken biegen, setzt dem Ganzen nochmal die Krone auf. Quellen für alles, was ich jetzt erzähle, sind selbstverständlich in der Beschreibung. Ich zähle euch jetzt auf, warum die Blizzard-Fanbase vor Wut kocht. Ihr müsst im Hinterkopf behalten, sie haben bereits ein fertiges Spiel, das sie nur mit ein paar nicht allzu großen Änderungen remastern müssen. Punkt 1. Blizzard hat Cutscenes mit verbesserter Grafik versprochen und das ganz stolz auf der BlizzCon ihrer eigenen Convention 2018 präsentiert. Hier das Versprechen, hier die Realität. Die beiden kompletten Videos sind auch verlinkt. Jetzt ist die Frage, wie schafft man es, Cutscenes, die man 2018 anscheinend schon fertig hatte, im Spielrelease 2020 bedeutend schlechter aussehen zu lassen? Wie geht das? Mal ehrlich. Und nicht nur das, selbst das User-Interface sieht schlechter aus als das von 2002. 18 Jahre später. Einige Meinungen gehen sogar so weit, dass das gesamte Spiel schlechter aussieht. Und das ist halt nur der optische Part. Das Spiel ist verbuggt wie Sau. Es crasht ständig, die Assets laden nicht. Dazu kommen noch Verbindungsprobleme und das nicht nur in Custom Games, selbst bei der Kampagne. Der Höhepunkt davon ist noch, dass die Spiele alt wie neu auf derselben Plattform laufen und somit selbst die alte Version durch die neue Verbindungsprobleme bekommt, falls man die alte überhaupt spielen kann. Die wurde nämlich aus dem Launcher geschmissen. Somit forciert Blizzard die Leute, die neue Version zu kaufen, die überhaupt nicht richtig funktioniert. Sie haben also nicht nur das neue Spiel, nein, sogar das alte damit versaut. Gut gemacht. Übrigens wurde nicht mal das ganze Spiel remastert. Einige Sachen sind auch einfach rausgeflogen. Beispielsweise die Clan-Funktion, Profile und das Leaderboard. Wenn jetzt noch im neuen User Agreement stehen würde, dass Blizzard sich sämtliche Rechte an User-Content vornimmt. Oh, anders gesagt, falls ihr ein kritisches Video zum Spiel macht und Footage verwendet, können sie dir das ohne Probleme wegstriken, weil du dich damit einverstanden erklären musst, um es überhaupt spielen zu können. Wundert mich also nicht, dass viele Spieler Warcraft 3 Reforged zurückgeben möchten. Doof nur, wenn es bei dem einen mal funktioniert und bei dem anderen nicht. Es ist halt doppelt so traurig, wenn man daran denkt, dass Blizzard das Real-Time-Strategy-Genre mit der Warcraft-Reihe damals revolutioniert hat. Es gibt kaum noch Spiele in diesem Genre und das Game war so ziemlich die Hoffnung aller Fans, mal wieder einen großen und guten Release zu sehen. Natürlich ist die Enttäuschung dann umso größer. Ich möchte jetzt nicht sagen, damals war alles besser, aber in Bezug auf Blizz trifft diese Aussage einfach den Nagel auf den Kopf. Apropos, damals war alles besser. Dieses Kapitel des Videos tut mir tatsächlich am meisten weh.
World of Warcraft Classic ist zurzeit mein absolutes Lieblingsgame und ich will gar nicht wissen, wie viel Zeit ich seit dem Release dort reingesteckt habe. Nicht umsonst habe ich 3 Charaktere auf 60 und einen weiteren auf 40. Allerdings muss man auch Dinge kritisieren können, die man eigentlich liebt. Denn in WoW Classic läuft es alles andere als glatt und seit Release taucht ein neues Problem nach dem anderen auf. Fangen wir wo auch sonst am Anfang an. Kaum ein Release von Blizzard wurde so sehr gehypt wie Classic. Für die sollte es dann ja eigentlich auch kein Problem darstellen. Sie müssen ja nur einen alten Client, der über 16 Jahre alt ist, veröffentlichen und mit Servern versehen. Wenn man da jetzt erwartet, dass alles glatt laufen wird, liegt man weit daneben. Stellt euch vor, ihr habt richtig Bock zu tryharden und wart gehypt wie selten davor. Begünstigt wird das Ganze noch durch die 5 Kollegen, denen es genauso geht, mit denen ihr im Discord quatscht. Die hocken da mit dir und warten auch alle drauf, dass sie sich endlich einloggen können. Die ein paar Minuten verspätete Freischaltung war zwar nervig, aber noch ertragbar. Ertragbar im Vergleich zu dem, was du zu sehen bekommen hast, als du dich endlich einloggen konntest. Eine Warteschlange. Eine Warteschlange von fast 8 Stunden. Du konntest 8 Stunden nicht spielen und sonst nichts machen. Dementsprechend machte sich auch die Enttäuschung im Discord breit. Schlafen wollte man auch nicht so richtig, es hätte ja sein können, dass man früher reinkommt. War leider nicht so. Nach 7 Stunden und 59 Minuten machte sich dann wieder der Hype breit und endlich kam man rein. 5 Minuten gezockt, ein paar Wildschweine umgehauen, bis es passierte. Wir wurden alle gekickt. Alle bis auf einer, der noch knapp 10 Minuten spielen konnte und dann ist er auch rausgeflogen. Spätestens nachdem man versucht hat, sich wieder einzuloggen und man dann die noch längere Queue erblickt hat, war auch der letzte Funken Hype verloren. Und das passierte nicht nur einmal. Ständige Kicks und darauf folgende Warteschlangen waren an der Tagesordnung in den ersten Wochen. Wer Unges Stream verfolgt hat, bei dem ich teilweise dabei war, wird es noch wissen. Die Frage ist, wie konnte das passieren? Blizzard wusste doch, wie sehr die Leute gehypt waren und wie groß der Ansturm sein wird. Nicht umsonst gab es genügend Server-Stresstests. Mich beschleicht die Vermutung, dass Schneesturm einfach so ein wenig gespart hat, was die Server angeht. Man könnte natürlich für einen absoluten Hype-Release auch die billigsten Server, die gerade zur Verfügung stehen, nehmen. Finanzielle Möglichkeiten für bessere Server? Pff, ja, haben wir, ne? Aber wen juckt das? Leidet ja nur die Community drunter. Die ist ja völlig egal, oder? Ihr müsst euch mal überlegen, es gab einen Private-Server vor dem Classic-Release, die zu Höhepunkten höhere Spielerzahlen aufweisen konnten als die aktuellen WoW-Server. Die hatten komischerweise nicht mit Lags und Warteschlangen zu kämpfen. Schaut es euch doch mal an. So sahen die letzten Minuten auf Nostalrius aus, bevor der Server wegen Blizzard runtergenommen werden musste. Da kommt Classic nicht im Ansatz ran, auch einfach weil es mehr Server gibt. Wieso können Blizzard-Server nicht mit Privatservern, die von Privatpersonen erstellt wurden, mithalten? Man sieht ja, es ist nicht unmöglich. Tut mir leid, aber das ist ein Armutszeugnis. Gerade wenn man in Betracht zieht, dass man monatlich für Classic bezahlt und die Privatserver umsonst waren. Die Serverprobleme sind heute nicht mehr vorhanden. Gut. Dafür aber ganz andere, die sich eigentlich noch leichter beheben lassen sollten. Das Spiel ist überfüllt mit Bottern. Für die, die nicht ganz wissen, was das ist, ist so eine Art Hack, der für euch spielt. Ihr müsst nichts machen, euer Charakter farmt tonnenweise Gold und Items ganz von alleine. Im Hintergrund seht ihr, wie ich ein paar von diesen Bots umgebolzt habe. Ich denke, selbst für Leute, die kein WoW spielen, sollte es ein leichtes sein, diese Accounts als Bots zu identifizieren. Das sind Schurken. Die hätten mich jederzeit umhauen können. Nur beherrschen Bots halt kein reaktives Verhaltensmuster an anderen Spielern gegenüber. Vielmehr rennen sie stumpf, auch ohne Leben auf dich zu, bis sie tot sind, weil sie dich halt für einen Mob halten. Wie gesagt, die könnten sich einfach unsichtbar machen und mit Leichtigkeit wegrennen. Oder mich einfach stunnen und one-shotten. Es ist nicht so, als wären mal Bots da. Das Spiel ist überfüllt damit. Wirklich. Ganze Areale sind dadurch unfarmbar. Und die sind auch nicht seit 2 Tagen da. Seit Wochen fleuchen die da rum. Und immer noch dieselben Bots. Es bringt exakt gar nichts, diese zu reporten. Sie werden einfach nicht gebannt. Das hat zur Folge, dass mehr Gold ins Spiel gespült wird, die Sachen werden teurer und so kommt es zu einer Inflation, unter der dann jeder Spieler leidet. Vor allem, wenn man bestimmte Dinge noch für Gold farmen möchte und es einfach nicht geht, weil die Orte völlig besetzt sind. Noch dazu kommt, dass diese Bots China-Farmer sind, die das erwirtschaftete Gold auf externen Seiten wie MMOGA verkaufen, was eigentlich nicht erlaubt ist, sollte ja klar sein. Ich frage mich, was das soll. Kommt irgendwann so eine große Bannwelle, mit der man sich dann öffentlich in Social Media profilieren kann? Guck mal, wir haben ach so viele Bots gebannt. Bringt nichts, der Schaden ist schon angerichtet. Das Spiel geht daran zugrunde. Immer mehr Spieler verlieren deshalb die Motivation. Wieso auch bannen? Dafür müsste man ja GMs und Mods einstellen und die kosten Geld. Bloß nichts für das Wohl der Community ausgeben, wir haben ja immerhin noch Retail-WoW. Diese kein Geld für Qualität ausgeben Einstellung spiegelt sich auch wieder. Zum Beispiel da, als sie damals einfach 800 Mitarbeiter entlassen haben. Ein Großteil davon waren übrigens Community-Manager. Unter anderem auch Wyzeans, ich weiß nicht, ob ich den richtig ausgesprochen habe, der so ziemlich der engagierteste und beliebteste von allen war. Ein Artikel dazu findet ihr
Na wo wohl. Diese CMs haben übrigens die Aufgabe, sich den Sorgen der Spieler anzunehmen und diese an Blizzard weiterzuleiten, damit sich darum gekümmert werden kann. Brauche ich dazu noch irgendwas sagen? Ich denke nicht. Eigentlich könnte ich jetzt wirklich noch viel mehr erzählen, was im Generellen so schief läuft, aber das würde den Rahmen des Videos völlig sprengen. Das Einzige, was ich abschließend noch sagen möchte, Blizzard, ich bin enttäuscht von dir. Ihr habt einen weiteren Fan erfolgreich vergrault. Vielleicht schafft ihr es ja doch, eines Tages das zu werden, was ihr damals mal wart.